Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Tim. Vielen Dank, dass Sie hier in dein zweites Wohnzimmer kommen durften. Im Morgen wird's besser. Hagenstraße 7a in Berlin-Lichtenberg. Wenn mal jemand eine große Party feiern will, glaube ich, sind wir hier richtig, oder? Ja, es ist erstens mal eine sehr gemütliche Bar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für eine Massenveranstaltung geeignet ist, aber hier passen ganz bestimmt so 200 Leute rein, wenn man richtig kuschelt miteinander. Genau. Und ansonsten bietet sich ja immer das Draußensitzen an. Gerade jetzt bei dem schönen Wetter kann man wunderbar hier unter den Bäumen sitzen, sein kühles Nass trinken und dann durch das Fenster quasi hindurchlauschen, wie du dann nachher hier uns ein paar Songs zum Besten geben wirst. Wir haben uns heute mal getroffen, nach ein bisschen mehr als 2 Jahren. Die Party geht los. Genau, dafür sind wir hier. Wir haben uns ja vor gut 2 Jahren in Spandau mal in einer kleinen Cocktailbar getroffen, um da erstmal über dich als Musiker überhaupt zu sprechen, die Leute nochmal so ein bisschen auf dich aufmerksam zu machen. Der eine oder andere wird dich vielleicht aus Berliner Fußgängerzonen oder so kennen oder vielleicht auch von irgendwelchen Stadtfesten, da stehst du oft einmal auf der Bühne, ne, mit deinem wunderbaren Bandana um den Hals und so, mit der schwarzen Gitarre. Und jetzt hast du ein Album rausgebracht Anfang des Jahres. 12. Januar dieses Jahr war Release-Datum für Autobahn des Lebens. Hast du gesagt, der Titel des Albums und auch das Titelbild des Albums hat für dich so ein bisschen eine Geschichte. Vielleicht magst du uns die mal erzählen. Na klar, auf jeden Fall. Also mal ganz, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe da eine ganze Weile überlegt gehabt, ich wollte eigentlich eine CD mit einer Band insgesamt aufnehmen. Dazu ist es aber nicht gekommen und ich denke aber auch so ist das Stück gelungen. Und zum Titel insgesamt, eigentlich habe ich das Lied geschrieben kurz bevor die Aufnahmen gemacht wurden. Und zwar, wir sind vorher zum Fotoshooting rausgefahren, haben geguckt, wo bietet sich's denn an? Wo kann man so eine schöne, etwa Oldschool-Vintage-Shooting-Szene ausfindig machen und nach einer halben Stunde fahren? Haben wir das dann auch geschafft? Sieht man auf dem. Ich wollte gerade sagen, hier im Osten gibt es ja noch viele Oldschool-Straßen, oder? So eine Landstraße oder so eine kommunale Straße irgendwie über Land? Ja, doch, einiges. Berlin hat so seine versteckten Ecken, aber ich glaube, das wissen die meisten. Und wir sind auf dem Weg und auf der Suche an einer Autobahn vorbeigefahren, die gerade frisch gebaut wird. Und ich habe die Absperrungen gesehen und dachte mir eigentlich, wurde aber überstimmt während der Fahrt, ich würde gern da das Fotoshooting machen. Also irgendwie, ich fand das irgendwie passend in dem Moment. Es war ja so auch für mich eine Umbruchphase. Heirat stand vor der Tür, mehr oder weniger schon. Ja, Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, euch beiden, ja? Ja, ja, ja. Genau, glücklich verheirateter Ehemann und genau, Musiker mit sehr viel Support, wie man auch an dem zahlreichen Publikum hier, ja, genau, macht mal ruhig hier, ein bisschen Krach. Hier morgen wird es besser sehen kann, genau. Ja, wie gesagt, also es ist wirklich eine tolle Location. Was mir sehr gut auffällt, ist, ihr habt wirklich alle gute Laune, gerade bei dem schönen Wetter, glaube ich auch nicht allzu schwer. Jeder gut versorgt mit Getränken, ja, gell? Ja. Prima. Ja, so, jetzt hast du also den Entschluss gefasst, ihr habt jetzt das Cover-Shooting gemacht. Der Hund, ist das eure? Genau, das ist der Paco. Der Paco hat auch ein eigenes Lied verewigt auf der CD. Das hat auch seine eigene Geschichte, die sollte man aber vielleicht ein andermal erzählen. Okay. Ja, wir können uns ja jetzt mal so ein bisschen mit deinem Album beschäftigen. Also wie kommt es eigentlich, klar, jeder Musiker träumt mal davon, irgendwann ein Album rauszubringen, vielleicht sogar zum Bestseller zu machen, im weitesten Sinne. Wie hat sich der Weg für dich entwickelt? Du hast ja wirklich als Straßenmusikant im weitesten Sinne angefangen, hast dich dann über die Bühnen vorgearbeitet und warst dann jetzt letztes Jahr endlich im Studio. Genau, also für mich ist Straßenmusik immer noch kein Thema der Vergangenheit, sondern gehört bei mir auch wirklich zur Musik mit dazu. Ich finde irgendwie, wer auf der Straße Musik macht, ist meistens mit dem Herzen dabei. Und das ist mir bei Musik besonders wichtig. Darum wird es bei mir nicht darauf hinauslaufen, nur auf Auftritte zu hoffen und darauf hinzuarbeiten, sondern für mich ist und war die CD immer insbesondere was für mich selber und vielleicht mal für Kids später, dass man sagen kann, hey, guckt euch mal Daddy an, der sah mal so jung aus. Ja, guter Plan, ja. Noch bist du ja jung, Gott sei Dank.
Musik hält ja auch jung, also körperlich wie seelisch, das ist ja auf jeden Fall ein gutes Ventil für jedwede Emotionen. Da wird sicherlich auch das ein oder andere Stück dann von dir emotional begleitet sein. Gibt ja durchaus fröhliche Stücke drauf, gibt aber auch durchaus ein bisschen melancholischere Stücke. Ja, Bob in the Blues zum Beispiel ist mir da aufgefallen, ist sehr, sehr schwermütig, hat so ein bisschen auch die Halbtöne mit drin, dass es ein bisschen disharmonisch wirkt, so aufs Ohr. Da hast du ja wirklich auch nicht nur die Autobahn des Lebens mitgenommen, sondern auch so ein bisschen die Achterbahn des Lebens mitbefahren, oder? Ja, ach, ich hoffe und wünsche eigentlich jedem, dass er mal ein bisschen Achterbahn fahren kann in seinem Leben. Sonst wäre das Ganze irgendwie nicht das Leben, was man gelebt haben möchte am Ende. Und, auf jeden Fall. Ich habe aber immer meine Freunde und meinen Hund an meiner Seite gehabt. Und egal, wo die Reise hinging, bisher musste ich keine Abfahrt nehmen. Das ist jetzt eine Anekdote, die kommt später vielleicht im Lied zum Tragen. Okay. Insgesamt 14 Stücke hast du auf deine Platte gebracht, die wir jetzt hier im Morgen wird besser besprechen. Gab es noch mehr Material? Also der klassische Weg ist ja normalerweise, dass man halt Songs schreibt, sich dann eine Liste zusammenstellt und dann aus diesem großen Sammelsurium dann eine Schnittmenge bildet. War das bei dir genauso oder hast du dir von vornherein schon klar gesagt, so diese 14 Tracks nehme ich jetzt auf, lass die abmischen und mastern und pack die dann auf die Scheibe? Ja, die Lieder sind unterschiedlich alt. Ich denke, das älteste Stück ist so 7 Jahre, also vor 7 Jahren gemacht, wo ich so das erste Mal dachte, okay, so Country Rockabilly ist so eigentlich meine Schiene. Okay, 9 Jahre. 7 war jetzt ein, muss gerade hochrechnen, ich bin ja schon 30. Ja? Okay. Ja, genau. Und ich denke, ich habe so ein Repertoire von etwa 40 Titeln und habe aber auch überlegt, was kann man insbesondere mit einer Akustikgitarre alleine gut rüberbringen, ohne dass es einschläfernd wirkt am Ende. Und dass man halt auch eine gewisse Vielfalt in die Musik reinbringen kann. Und daraus ist jetzt das gute Stück entstanden. Was mir sehr vorteilhaft oder sehr positiv aufgefallen ist an deiner Scheibe ist, für gewöhnlich ist ja im Rockabilly-Style und im Blues-Style hat man oft, dass man dann irgendwelche großen Künstler von früher mal versucht auch zu interpretieren, ein eigenes Stück aus einer schon erfolgreichen Nummer irgendwie mit draufzubringen, um so ein, ich sag mal jetzt mal, um so ein Zugpferd auf dem Album zu haben, aber du hast konsequent wirklich nur eigene Titel drauf. Genau, ich spiele natürlich auch Coversongs, aber ich dachte, es ist jetzt meine Chance, dafür investiere ich die Zeit, dafür habe ich Zeit investiert und ich wollte dann auch nur eigene Sachen drauf haben. Und was dann auf der Bühne passiert, ist nochmal ein bisschen ein größerer Mix natürlich, aber in erster Linie wollte ich halt so ein bisschen meinen Stil reinbringen und der ist ja, wie mir auch hin und wieder mal jemand sagt, nicht so ganz klassisch Rockabilly. Das stimmt, du hast mehrere Genres verbunden, aber ich glaube, das ist völlig legitim, dass man sich nicht immer auf eine Linie festlegt, weil ich glaube, dass ein Album ja auch von der Vielfalt und von der Diversität ein bisschen lebt, ja? Dass man wirklich so, also man muss ja auch ein bisschen marketingtechnisch denken, das heißt, man will es ja möglichst viel verkaufen, wenn es geht, dass man zumindest die Kostenrechnung vielleicht noch einen Taler rausholt und das macht natürlich Sinn, dann da entsprechend Vielfalt in dem Angebot quasi zu haben. Ja, ich denke, es ist mittlerweile eher so, dass man Geld, wenn dann, mit Auftritten verdient. Und CD ist natürlich immer auch ein bisschen Marketing und Promotion, gehört natürlich dazu. Daran habe ich aber meine Lieder jetzt nicht so festgemacht. Aber dass man halt verschiedene Stile mit drin verbindet, hat auch eher was damit zu tun, dass es dann halt mehr Möglichkeiten gibt, mehr Gefühle auszudrücken und wenn ein paar schnelle Stücke auf der CD drauf waren, sollte zwischendurch auch mal was Langsames kommen und was bietet sich besser an als ein Blues? Das stimmt. Wunderbar umgesetzt hast du halt auch gerade beim Blues und auch beim Rockabilly diese Zielelemente, die glaube ich auch jeder, der sich mit der Musik wenigstens mal annähernd beschäftigt hat, sofort erkennt. Ja? Die Wanderung auf dem Steg von oben nach unten, die typischen Rhythmuselemente, die man im Rockabilly-Style und auch im Swing so kennt, die steche ich natürlich heraus, aber du hast grundsätzlich sehr gut darauf geachtet, wirklich deinen eigenen Stil zu fahren. Man erkennt wirklich überhaupt keine Parallelitäten zu irgendwelchen anderen Künstlern und es ist dir wirklich sehr gut gelungen. Das freut mich. Natürlich ist
jeder Musiker immer von seinen Vorgängern inspiriert. Ja, das ist bei mir nicht anders. Und ich habe einige Titel, muss ich auch ein bisschen zugeben, so etwas geklaut, aber so abgewandelt. Und die haben sich so entwickelt im Laufe der Zeit, dass man die Ursprünge im Prinzip nicht mehr erkennt. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du das Studio-Leben so für dich aufgenommen hast, wie du das so für dich verarbeitet hast? Ich meine, man kann ja jetzt nicht einfach losgehen, mietet sich irgendwo ein Studio und bleibt dann alleine. Man hat ja meistens noch irgendwie einen Toningenieur mit dabei, der einen so ein bisschen unterstützt, der dann eben im Regieraum sitzt und die Regler bedient, dass er dir vielleicht nochmal den anderen Tipp gibt. So, wie hast du dich da so aufgehoben gefühlt? Ja, ganz gut. Also ich habe im Vorfeld insbesondere auf Facebook, da sich ja da die meisten Leute tummeln, die selber ein bisschen Marketing für sich machen wollen, etwas recherchiert gehabt und bin dann auf einen jungen Studenten gestoßen, der in seiner sage und schreibe 35 Quadratmeter Wohnung eine eigene Studiokabine eingerichtet hatte. Also man sieht mal, es geht nicht nur pompös, es geht durchaus auch minimalistisch, sehr gut. Genau, aber der Sound, also ich war sehr überrascht gewesen, auch nach den ersten Probeaufnahmen. Ist sehr klar gewesen. Die kleinen Unfeinheiten kann man natürlich immer leicht rausfiltern. Und ja, es hat echt Spaß gemacht, mit ihm zusammen aufzunehmen. Also wir haben tatsächlich 3 Stunden zusammengesessen, ein Stück nach dem anderen, 3-4 Mal hintereinander weg. Natürlich immer schön mit Wässerchenpause. Die ist notwendig, ja. Gerade in so einem kleinen Raum, da wird es schnell warm. Also, was hast du drin gehabt? Amp wahrscheinlich für die Gitarre zum Aufnehmen, dann Mikrofon, Verstärker, das nimmt ja alles ordentlich, produziert ja ordentlich Wärme wahrscheinlich. Nee, wirst überrascht sein, dass abgesehen von der Kabine war die Ausrüstung fast die gleiche. Ein ordentliches, großes Mikrofon, dann war das Ganze in der Kabine natürlich schallgedämmt durch Schaumstoff-Einlagerung, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Und auch ein Filter, damit keine Spuckeffekte zu hören sind während des Sings. Also was man natürlich so von den Fernsehsendern zum Beispiel kennt, so ein genau. Kleines Polster. Ja, die Popkiller davor, ne? Die kleinen Nylonscheiben und so, ja. Und ansonsten, Gitarre hast du dann auch über normalen Overhead abnehmen lassen, oder? Die Gitarre haben wir über Kabel halt direkt in eine Mischbox reinlaufen lassen. Und ansonsten konnte ich mich austoben. Also Bewegungsfreiheit war ausreichend für die Größe der Wohnung vorhanden. Okay, ich hätte jetzt eher vermutet, dass es so ein bisschen Duschkabinencharakter hat, aber ich bin sehr beeindruckt, dass in so kleinen Räumen doch so viel Luft noch ist. Wahnsinn. Und wie war dann das Recording an sich? Also hat dir der gute Mann dann immer auch nochmal so den einen oder anderen Tipp gegeben oder hast du da wirklich komplett frei alles selber bestimmt, wie du das Recording gestaltest? Gerade so jetzt auch von der Gesangsführung her, von der Klangfarbe her und solchen Sachen. Genau, im Vorfeld habe ich erstmal selber gesagt, wie ich mir das Ganze vorstelle. Was mir halt wichtig war, ist, dass derjenige sich mit Akustikmusik beschäftigt. Das heißt, das war eigentlich mein Hauptaugenmerk, nicht in erster Linie, ob er sich mit dem Stil wirklich auskennt. Und wir haben dann im Endeffekt zusammengesessen, auch nochmal ein gutes Stündchen hinterher, haben abgemischt. Und ich fand aber, dass einige Unfeinheiten auch einfach dazugehören. So ganz im Stile Nirvanas, von denen man ja auch weiß, ja. Dass sie halt gesagt haben, Jungs, wir gehen in die Kabine, spielen einmal das Lied ein und so wird es dann auch gepresst. Konsequent. Ich meine, war dein Album, also schreibst du natürlich auch das Drehbuch dafür, das ist völlig klar. Aber Unfeinheiten waren mir jetzt insgesamt nicht so aufgefallen. Das Einzige, was ein bisschen aufgefallen ist, dass deine Stimme sehr hell aufgenommen ist. Wenn wir jetzt so miteinander reden, ist deine Stimme, hat die ein bisschen mehr Wärme drin, hat ein bisschen mehr Tiefen. Im Album seid ihr eher in die Mitten reingegangen. So, dass, aber das hat auch wieder den Vorteil, dass es sich gegen die Gitarre und gegen das gesamte Klangbild sehr gut raushebt. Genau, beim Rausfiltern, bei der Nachbearbeitung ist halt auch öfter mal aufgetreten, dass die Spitzen etwas überzogen gewesen sind bei der Aufnahme selber und dadurch halt so das Gesamtbild des Musik, des Titelabschnitts irgendwie etwas untergegangen wäre. Darum haben wir uns dann auch eher darauf geeinigt, okay, wir schneiden hier ein bisschen Höhen runter, da ein bisschen Tiefen raus und insgesamt
ja, es ist ein bisschen wärmer als die pure Rockabilly-Musik, wobei man da auch in der Regel immer E-Gitarren eigentlich hat. Es war ja so der erste Musikstil. Genau, wo dann, die ersten Röhrenverstärker dabei und so. Genau, wo das erste Mal voll elektrisch gespielt wurde und halt abhängig vom Stil auch mit Peaks. Genau, ja, da hat man ja viel auch noch das statische Rauschen mit drin gehabt, weil es da ja noch die ganzen Filtermöglichkeiten der heutigen Zeit gar nicht gab, ja, wo man Notchfilter dann aufsetzt und so. Das ist bei dir Gott sei Dank alles nicht. Das ist ein sehr, sehr sauberes Recording gewesen. Insgesamt wirklich ein sehr gut gelungenes Stück. Für eine komplette Eigenregie echt großartig gelungen. Und wir empfehlen auf jeden Fall kaufen. Ja, welchen Künstler sollte man nicht unterstützen? Wir spielen da jetzt mal die Schweiz und enthalten uns der Stimme. Es gibt welche, aber ich darf das jetzt nicht offen nennen. Nein. Wir haben den auch schon interviewt, gebe ich zu, aber... Es war eine Fangfrage, aber ich weiß. Sehr gut. Wir haben sehr gut diplomatisch rausgewunden. Ja, dafür haben wir auch schon das ein oder andere Interview gemacht, wir haben da schon eine Übung drin. Nee, aber prinzipiell hast du schon ruhig recht, aber es geht wirklich darum, da auch offen Kritik zu üben. Also wenn da irgendwas Mist gewesen wäre, hätte ich dich auch genauso drauf angesprochen, weil natürlich auch um Authentizität geht. Ne? Und du bist halt ein ehrlicher Kerl, also warum soll man dir jetzt irgendwie der Honig um Bart schmieren und da falsche Hoffnung wecken? Aber das Album ist wirklich gut gelungen, gerade für eine Eigenregie und dann halt auch mit den, nennen wir es mal vorsichtig, rudimentären Mitteln. Es ist halt kein voll ausgestattetes Tonstudio von irgendwelchen hochdozierten Ingenieuren, sondern das ist ja wirklich ja, aus eigener Hand sozusagen. Ne? Genau, auch mit der Zielsetzung, ich möchte halt jemanden, der Spaß an seinem Handwerk hat, und das hat der junge Mann auf jeden Fall gehabt. Und mir ging es rein um die Qualität dessen, was ich aufnehmen kann. Das war auf jeden Fall gegeben in der Situation. Und ja, ich hätte auch nicht irgendwas Größeres haben wollen, ehrlich gesagt. Ich habe mich in der kleinen Kabine echt wohl gefühlt. Super. In der Vorbesprechung haben wir uns darauf geeinigt. Du hast gesagt, du hast 5 bis 6 Stücke eingespielt. Ich nehme an, das sind alle vom Album. Welche 6 Stücke haben da jetzt den Weg in deine Wunschliste gespielt? Und vielleicht auch so eine ganz kurze Begründung, warum? Oh, ich müsste jetzt fast nochmal glatt auf die Liste gucken. Nicht, dass ich einen vergesse. Darfst du, kein Problem. Wir können auf Pause drücken und rausschneiden. Nee, kein Ding. Ich schnappe mir mal kurz das Album. Dann kann ich es nämlich ganz schnell einordnen. Anfangen werde ich mit einem Stück Bumblebee. Bumblebee ist die Hummel auf Deutsch übersetzt und genau, geht eigentlich darum, dass Mädchen sitzt auf einer Hummel und rast dir praktisch hinterher und du musst zusehen, dass du damit klarkommst. Okay. Das ist das Einstiegsstück. Sehr interessant. Genau. So eine richtige Reihenfolge habe ich jetzt noch nicht festgelegt, wie ich es machen möchte. Also natürlich kommt Autobahn des Lebens als eins der Stücke vor. Titeltrack, ja. Genau. Der kleine Hund hat sein eigenes Stück Red Rocket. Das ist dann die Hommage an Paco? An Paco, genau. Ja, den man da vorne sieht. Und ja, dann war ich noch ein bisschen hin und her schwenken, ob Bob in the Blues mit reinkommt, weil da könnte man das Publikum auf jeden Fall mal fragen, animieren, ein bisschen mitzuklatschen, als Abwechslung zum großartigen Johlen. Geht deswegen, mal laut. Yay! Genau deswegen haben wir sie hier ins Morgen wird besser in Berlin eingeladen, ja, dass das Ganze hier so ein bisschen Atmosphäre und Ambiente bekommt. Genau. Dann das älteste Stück von meinem Set, der Jailbreak Rock, ist so entstanden gleich nach der Schule, mehr oder weniger. Obwohl, das klingt jetzt auch schon so, als wäre ich da noch 19 gewesen. Aber vielleicht warst du das. Nee, ein bisschen. Aber es geht schon eher in die Richtung, genau. Und Going to the Country, das ist so ein Stück, was ein bisschen angelehnt ist an ein anderes aktuelles, aber was man vielleicht nicht mehr so erkennt. Ist dir auf jeden Fall gelungen, weil wie gesagt, sonst hätte ich es ja gemerkt. Ja, genau. Du kennst dich ja damit aus. Geringfügig, ganz bisschen. Viel Musikhörer, viel Musikinterviewer. Ja, genau. Kann ich mich geehrt fühlen. Ja, wir geben uns Mühe. Ja, genau. Das wären die Stücke und ja. Genau, wir entscheiden spontan, wann wir was reinwerfen oder ob wir alles am Ende zusammenpacken.
Der Plan war, dass wir jetzt erstmal in Ruhe sprechen und dann wirklich so ein kleines Konzert hier dann nochmal präsentieren, wo wir dann auch nochmal dankenswerterweise unsere Gastgeber mit erwähnen können, ja, weil es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man jetzt hier einfach mal mit so einer Hundertschaft hier anmarschiert und ganze Technik aufbaut und dann hier so ein halbes Wohnzimmer akquiriert für ein Interview. Da sind wir sehr, sehr dankbar an die Betreiber des Morgen wird besser, aber der sitzt gerade nicht hier. Da gehen wir dann nachher nochmal drauf ein. Ja, super. Ja, dann sind wir eigentlich von der Besprechung her an dem Punkt angekommen, wo du jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Du hast eine Hommage natürlich an den Paco geschrieben. Da hast du vorhin gesagt, dass an einem anderen Punkt würdest du das nochmal aufgreifen. Da wollte ich dich mal dran erinnern, dass du das jetzt theoretisch tun könntest, wenn du das willst. Okay, ja, ihr könnt ja überlegen, ob es rausgeschnitten werden soll. Nee, das macht es ja gerade so spannend. Ja, eben, darum heißt vorhin auch gesagt. Siehst du? Ha, so baut man Storys auf. Nein. Spannungsbogen. Genau, der Spannungsbogen. Und zwar, es gibt... Da laufen jetzt welche weg. Ja. Kennen die Geschichte schon? Das gibt's doch gar nicht. Da hinten. Die kennen Angst. Die kennen fast alle schon die Geschichte. Okay. Und zwar, es gibt aus den 50er Jahren einen Song, der heißt Rocket 88. Geht's um Cadillac und bei Pacos Red Rocket geht es um sein Sexualorgan, wenn man so schön sagen kann, weil Paco ist ein richtiger Mann und der zeigt, was er hat. Alles klar, okay. Das muss natürlich besungen werden. Wenn das so legendär ist, dann wunderbar. Mit Wolfsgeheul am Ende. Das ist gut. Was hat dir eigentlich bei der ganzen Songschreiberei und bei der ganzen Aufnahme mit am meisten Spaß gemacht? Alles. Das kann ich nur so spontan sagen. Es gibt ja immer so ein paar tiny Highlights irgendwie so, die einem dann noch besonders im Gedächtnis bleiben. Auf jeden Fall die verschiedenen Themen. Also viele von den Titeln sind halt so aus dem Alltag heraus geschrieben. Manchmal habe ich so Tage, da kann ich 2-3 Texte runterschreiben, weil ich irgendwie gerade inspiriert bin, was zu machen. Darunter war auch die rote Rakete. Okay, klar, das ist dann wahrscheinlich wie Wasser rausgelaufen aus der Hand. Absolut. Und genau, dann andere Tage mal Melodien. Manchmal auch beides gleichzeitig. Aber das ist so eine Sache, die entwickelt sich. Das heißt, es kann mal sein, dass ein halbes Jahr gar nichts kommt und dann habe ich plötzlich eine Woche, wo ich 20 Titel schreiben kann. Ich weiß auch nicht warum, es ist einfach so. Und, ja, wahrscheinlich Tagesform nehme ich an, ne? Manchmal hat man einfach so einen Moment, der einen besonders inspiriert und dann läuft's. Ja, unter anderem können es auch Konzerte sein, wenn man sich, wie man es als Musiker ja macht, unter andere Musiker begibt oder auf Konzerte gehen. Oder selbst solche schönen Sachen wie Buchlesungen oder so können ein inspirierendes Thema ergeben. Ja, oder Zeitung lesen. Wenn der Kontext irgendwie zu den Ideen passt, die einem gerade durch den Kopf schwirren, ist natürlich, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und das Aufnehmen selber, es war irgendwie mal sehr witzig, in so einer Kabine zu stehen und sich selber als Vollblutmusiker zu fühlen, zu sehen. Austoben zu können. Und zu wissen, hinterher bleibt was Bleibendes. Ja. Musik ist ja im Gegensatz zur gezeichneten Kunst immer sofort wieder weg. Es ist eine Momentaufnahme. Ja, leider. Und die Stücke, so wie ich sie spiele, sind auch nie dieselben. Also es ist immer ein bisschen was anderes, immer eine andere Nuance. Und das macht auf jeden Fall den Spaß aus an der ganzen Geschichte. Also du sagst ja gerade was ganz Wichtiges, weil gerade im Bereich Live-Musik gibt es, glaube ich, auch, ist es weniger authentisch, wenn du deine Sachen so 1:1 wie auf der CD spielst. Ich denke mal, das ist immer auch so ein schöner Moment, den die Leute dann aus dem Konzert mit rausnehmen können, weil gerade du hast ja hier eine sehr eingefleischte Fanbase, die sicherlich so viel möglich Konzerte wie möglich von dir mitnimmt. Wenn die dann immer mal hier und da Veränderungen miterleben, ist es natürlich für die auch viel bemerkenswerter und viel erinnerungswürdiger, denke ich mal. Das zum einen und zum anderen pusht es einen natürlich auch kontinuierlich weiterzuschreiben. Also es macht insbesondere deshalb Spaß, weil man Freunde und Geliebte hat, die immer sagen, schreib doch mal was Neues. Das alte Zeug ist natürlich geil, aber das können wir uns nicht jedes Mal anhören. Ja, verstehe ich. Das ist völlig klar.
Das ist so, das ist ungefähr so, als wenn man zum 867. Mal denselben Song nochmal hört, weil man ihn nochmal überproduzieren will, ja. Absolut. Okay. Was ich sehr interessant finde, ist Titel Nummer 8. Godzilla auf meinem Dach. Also Godzilla, der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen kinoaffin oder cineastisch veranlagt, der kennt Godzilla vielleicht noch, aber wie kommt der auf dein Dach? Tja, das war ein spontaner Einfall, weil man kriegt Godzilla genauso schwer auf dem Dach, wie man sich einen Cadillac leisten kann. Und darum beides, der Cadillac in der Garage und Godzilla auf dem Dach, hat okay. dann irgendwie zusammengepasst. Und das Lied ist so ein bisschen in einer kurzen Kafka-esken Phase entstanden und hat deshalb auch okay. einige Merkwürdigkeiten in ja, sich. Ja, die fallen auf. Und als letzte Schlussfrage zum Album, bevor wir dann mal zur Praxis übergehen, sei mir vielleicht mal gestattet, dich ein bisschen in die politische Ecke zu schieben. Du hast es auch selber schon getan mit deinem Album. Du hast mit Titel Nummer 4, Die Gewerkschaft ist schuld, eine sehr, sehr schöne Satire geschrieben, die, glaube ich, jedem Berliner jeden Tag irgendwie mal so aus dem Herzen spricht, oder? Sollte, ja. Ich meine, die wichtige Hauptinfo da drin ist natürlich, dass man solidarisch miteinander sein sollte. Es gibt natürlich Grenzen der Solidarität. Jeder muss und sollte ein bisschen egoistisch sein. Das gehört zum Leben dazu. Aber insgesamt sind wir dann doch als Bürger eine Gemeinschaft und sollten uns versuchen, eben nicht auseinanderreißen zu lassen. Und natürlich hat jeder seine Interessen und das nervt ungemein, wenn über 2 Wochen Züge nicht regelmäßig fahren. Aber abgesehen davon, dass man im Sommer Fahrrad fahren kann, finde ich es sehr wichtig, mit Institutionen an deren Seite mitzustehen, die sich halt für Menschen einsetzen. Okay, ja, gerade wo die Bahn immer auch ein wichtiges Transportmittel von und zur Arbeit bzw. nach Hause dann auch ist. Ist ja nicht nur, dass man jetzt damit nur ins Grüne fahren wollte, sondern man hat ja auch gewisse Pflichten zu erfüllen. Auch als Vollblutmusiker muss man ja von A nach B. Deswegen fand ich das eine sehr schöne Message, die du mit die Gewerkschaft der Schuld darüber gebracht hast. Natürlich auch mit einem leichten Augenzwinkern, dass es nicht ganz so schwer und trocken ist. Und das finde ich sehr gelungen. So als letzter Schlusspunkt zur Besprechung deines Albums. Okay, ja. Wenn du das Lied so spannend findest, dann werde ich es auch spielen, obwohl ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet habe. Aber man soll das, ja no risk, no fun. Das nenne ich doch mal einen spontanen Musiker. Super, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch ans Morgen wird's besser, dass wir hier sein dürfen. Dann würde ich jetzt dich dazu einladen wollen, dich schon mal langsam mal mental auf deinen Auftritt vorzubereiten und mich nochmal ganz herzlich für dein Interview bedanken, für deine Zeit, dass wir hier sein können und übergebe dir das Schlusswort zum Ende des Interviews. Ja, vielen Dank auch an dich. Du bist ja auch jemand, der Leuten wie mir eine große Szene, eine große Plattform bietet, um sich ein bisschen in Szene zu bringen. Du bist ja eher jemand, der so ein bisschen im Hintergrund eigentlich immer agiert, auch wenn du doch schon sehr geübt bist als Moderator, was ich auch im Vergleich zu vor 2 Jahren merke. Es war ein sehr gutes Interview, aber irgendwie war es noch lockerer heute. Dankeschön. Ja, dann einen kleinen Applaus mal für Markus, bitte. Vielen Dank. Den teile ich aber gerne mit dir, weil ein Interview lebt ja davon, dass man miteinander interagiert und dass man miteinander spricht. Und ich glaube, den haben wir uns beide gut verdient. Genau.